There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. Hallo Freunde. Hallo, herzlich willkommen. Zweite Liga, ja, das kann man irgendwie sagen, ich weiß nicht. Ihr verfolgt mich ja jetzt auch schon seit November hier mit Spielberichten, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich schon mal so krass gebrochen war. Ich habe ja schon viele schlechte Spiele von Hertha gesehen. Ich habe mich oft aufgeregt, aber diesmal bin ich wirklich, wirklich richtig gebrochen. Immer wenn man denkt, das geht halt wirklich nicht mehr schlimmer. Man hat nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft einfach nie kapiert, worum es hier wirklich geht. Und wenn man so spielt, dann, ja, dann spielst du halt nächstes Jahr gegen Sandhausen und in Magdeburg. Und ich habe das ja schon oft erzählt, ich glaube auch letzte Woche schon, dass ich dann durch mein örtliches Wohnen natürlich genau aus dem Stahl, aus der Region wegziehe, wo die meisten Auswärtsspiele nächstes Jahr stattfinden werden. Ich hätte auch mehr Bock auf Bochum, Dortmund und Schalke. Aber also für mich muss da ein mittelschweres Wunder her, dass du das auch irgendwie schaffst. Ich muss irgendwie sehen, dass das funktioniert. Du brauchst eigentlich so einen Stuttgart-Moment. Also sprich, irgendein frühes Tor, damit du das Ding wieder auf Unentschieden stellst und ja, du den Hamburgern zeigst, wir sind hier noch da, weil dann werden die auch nervös. Und dann hast du da vielleicht die große Chance. Und das ist vielleicht die einzige Hoffnung, die ich noch irgendwie habe. Und der Sieg der Hamburger gestern war überhaupt nicht gefährdet. Und eigentlich muss man dazu sagen, das war ein klassisches 0-0-Spiel. Und wir kommen da gleich zu, aber das 1-0 von Hamburg war ein klassischer Luckshot. Sowas geht halt auch nur rein, weil du im Abstiegskampf bist. Also ich glaube, wenn wir Siebter wären und gegen Dortmund gespielt hätten, dieser Ball wäre nicht drin gewesen. Weil sowas rutscht da normalerweise nicht durch. Also Mitte der ersten Hälfte, es gab nicht viele Chancen, ne? Aber Mitte der ersten Hälfte kriegt Hamburg dann erstmal noch einen Elfmeter. Erstmal, aber das Ganze wird dann nochmal überprüft und am Ende bin ich froh, dass er nicht auf den Punkt gezeigt hat. Für mich kein Elfmeter. Allerdings ist das dieselbe Nummer wie zum Beispiel in Dortmund damals, letzte Woche. Und da hat er den Elfmeter gegeben. Und deswegen, man hätte sich am Ende auch nicht beschweren dürfen, wenn dieser Ball drin gewesen wäre, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte. Aber den gab es Gott sei Dank nicht. Und eigentlich hat sich das überhaupt nicht abgezeichnet, aber kurz vor der Halbzeit kommt einmal eine Flanke durch, Belfodil macht den Ball rein und steht dann 1 Zentimeter im Abseits. Wirklich 1 Zentimeter mit dem Fuß weiter vorne. Wenn er ein Stück weiter hinten bleibt, dann ist das 1-0. Dann gehst du mit diesem 1-0 in die Pause und das hätte so viel verändert. Das hätte auch den HSV vielleicht gebrochen, weil das dieser psychologisch wichtige Zeitpunkt ist. Aber wie häufig war das bisher, dass der HSV, dass Hertha BSC oder generell das Isak Belfodil im Abseits stand und wichtige Tore dadurch einfach nicht gegeben werden. Und dann kommst du in die zweite Halbzeit und ja, viel besser wurde es nicht, aber du versuchst wenigstens ein bisschen aufzumucken, ein bisschen Fußball zu spielen und zu zeigen, du bist hier der Bundesligist. Und du hast immer noch keine klaren Chancen. Du hast Daniel Heuer-Fernandes nie wirklich gefordert, aber du hast wenigstens mal ein bisschen versucht, was zu machen. Und dann, wie schon angesprochen, einfach der Luckshot. Einfach Reis, Ludovic Reis kommt einfach, sieht, dass Christensen, der das übrigens super gemacht hat im Tor, ein bisschen zu weit wegsteht vom Pfosten und einfach mal reinflankt. Und der war so nicht geplant, aber aus der Flanke wird dann ganz schnell ein Tor, weil er sich hinten rein senkt. Und da denke ich mir halt auch so, es passt einfach ins Bild. Es passt einfach ins Bild, dass du so einen Gegentreffer kassierst.
es war wieder so klar. Und anstatt dann zu sagen, komm, scheiß drauf, wir haben jetzt 1-0 hinten, wir geben jetzt auch mal alles. Du hast dich nicht aufgegeben, aber die Mannschaft wirkte einfach ratlos. Es wirkt optisch einfach so, als hätte diese Mannschaft auch gar keine Lust mehr. Als wüsste die Mannschaft schon, wir gehen hier in die zweite Liga. Und diese Relegation ist einfach nur noch eine Qual für uns. Wir wollen einfach nur noch die fucking Sommerpause. Und dann wollen wir hier einfach raus. Weil die meisten auch wissen, dass die wahrscheinlich eh nicht bleiben. Weil Niklas Stark gestern hat im Interview gesagt, das ist ja sein letztes Spiel. Ja, ist schon ein bisschen schade, dass keiner in die Kurve gegangen ist. Ich bin dann alleine nochmal in die Kurve gegangen, habe mir nochmal alles angeguckt, habe mich nochmal vernünftig verabschiedet. Und es ist sehr schade, dass es so zu Ende geht. Aber auf diesem Wege danke für 7 tolle Jahre. Ich werde diesen Verein immer am Herzen tragen. Ich habe es sehr genossen. Ja, passt dann auch ins Bild, dass es noch nicht mal irgendwie eine Verabschiedung oder sonst was gab. Es ist einfach traurig. Ja, der BSC ist wirklich ein Witzverein. Und die zweite Liga ist eigentlich noch zu gut. Wahrscheinlich tut diese zweite Liga wirklich gut. Also wenn du keinen Umbruch machst und wirklich nicht mal ganz oben anfängst und von den Grundmauern anfängst, diesen Verein komplett neu aufzustellen, dann brauchst du vielleicht wirklich die zweite Liga, um zu merken, jetzt haben wir wirklich die Scheiße, jetzt musst du hier wirklich was ändern. Weil nehmen wir mal an, wir halten wirklich die Klasse am Montag, dann stellt sich da wahrscheinlich ein Freddy Bobic hinter, so, ja, ist doch alles gut gegangen. Wir haben doch die Klasse gehalten. Anstatt zu realisieren im Kopf, ja, wir haben jetzt mit Ach und Krach die Klasse gehalten, so funktioniert das nicht, wir müssen jetzt ja alles umbauen. Und er wird dann bleiben, Gegenbauer wird wahrscheinlich bleiben und ja, dann gibt Windhorst wieder 300 Millionen und alles geht von vorne los. Da muss auch jetzt wirklich mal ein Umdenken irgendwie stattfinden. Man hat wirklich manchmal das Gefühl, hier ist ein Blender. Also die Sky-Reporterin hat Gott sei Dank gesagt, selbst Felix Magath wirkte auf der Pressekonferenz ratlos, aber wenn man sich so die Interviews anhört, er hat im Fernsehen gesagt, ja, wir haben gespielt wie ein Bundesligist, der HSV aber auch. Nicht mal Greuther Fürth hätte so, wenn Greuther Fürth in der Relegation gewesen wäre, die hätten nicht so gespielt wie wir gestern. Die würden wenigstens kämpfen, die würden ihr Herz auf den Platz lassen. Was macht Hertha nicht? Das sind einfach 11 Spieler, die da auf dem Platz stehen, die keine Einheit bilden und denen Hertha BSC auf Deutsch gesagt vollkommen egal ist. Da ist kein Team dahinter, da ist keine Einheit dahinter. Du brauchst einfach Leute, die wissen, was Hertha BSC ist, was Hertha BSC bedeutet und das auch verkörpern. Der HSV war 4 Jahre in der zweiten Liga, war bisher zu blöd zum Aufsteigen. Aber die haben wenigstens wieder ein Team draus gemacht. Die haben sich wieder eingeschworen. Und selbst wenn wir gegen Darmstadt gespielt hätten, ich glaube, das wäre gegen Darmstadt nicht besser geworden. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass es in der Regel so ist, dass die Spiele beim Bundesligisten immer sehr mau waren, dass die das Hinspiel verloren haben, dass da maximal unentschieden drin ist und dass man dann im Rückspiel nochmal Gas gibt. Beispiel Köln, die haben letztes Jahr auch 1-0 verloren und haben dann im Rückspiel Kiel 5-1 fertig gemacht und spielen jetzt Europa League. Man kann wirklich nur hoffen, dass uns sowas Ähnliches gelingt. Allerdings, wie gesagt, mir fehlt irgendwie, glaube ich, weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wenn du ein frühes Tor schießt in Hamburg, dann hast du vielleicht noch eine Chance, weil dann ist es unentschieden und dann wird Hamburg vielleicht auch nervös. Aber sonst, ich weiß es nicht. Mir fehlt wirklich die Kraft und der Mut und innerlich bin ich wirklich schon auf zweiter Liga und nehmt mir das jetzt nicht böse, egal wie das jetzt hier ausgeht, ne? Ich brauche danach einfach Sommerpause und dann weit weg vom Internet. Einfach nichts von Hertha lesen oder sonst was. Einfach wirklich 2 Wochen einfach mal wirklich Ruhe. Und es würde dann am 15. Juli würde es dann weitergehen mit der zweiten Liga. Das heißt, wenn du absteigst, ich habe das glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, du hättest dann 7 Wochen Zeit, Kader zusammenstellen, Trainer zusammenstellen, und ja, dich einfach auf die zweite Liga vorzubereiten. Und dann kommt ja noch dazu, in der zweiten Liga bist du wahrscheinlich tendenziell eins der besseren Teams, natürlich eins der Teams, die sofort wieder Anspruch anmelden, aufzusteigen. Das heißt, du musst eher das Spiel machen und ich weiß nicht, ob Hertha das kann. Ich wäre wahnsinnig gespannt, wie der Kader dann aussieht.
Das müssen wir dann später besprechen. Es wird auch nach der Saison noch mindestens ein Hertha-Video geben. Ja, Leute. Ihr seht sowohl auf dem Thumbnail als auch hier, ich bin ratlos, wirklich. Ich bin wirklich ratlos. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wie wir das auch hinkriegen sollen. Ich will nicht mehr. Ich will wirklich einfach nicht mehr. Montag ist Gott sei Dank diese Qual endlich vorbei. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich wäre dann einfach wirklich erleichtert, dort wie die Klasse doch noch umgehalten. Aber es muss wirklich in diesem Verein strukturell was passieren. Am 29. Mai ist Mitgliederversammlung. Und egal, ob wir dann noch Bundesligist sind oder Zweitligist in unserem 130. Jahr, es muss einfach was passieren. Dieser Verein muss komplett von Grund auf neu aufgebaut werden. Weil sonst hast du auch weiterhin düstere Jahre. Viel mehr will ich dazu wirklich eigentlich gar nicht sagen. Mir fehlen auch die Worte dazu. Man kann auch wirklich gar nichts mehr dazu sagen, weil du sagst eh jede Woche das Gleiche. Und wer dachte nach dem Stuttgart-Spiel, wir sind eigentlich schon durch, wir haben es eigentlich zu 99% schon. Und dann stellt man sich dann da lachend hin und sagt, ja, wir hätten es gegen Stuttgart oder hier gegen Mainz schon klar machen können, wir hätten es gegen Bielefeld schon klar machen können und dabei noch ein bisschen lachen. Es ist ernst, Freunde. Es ist wirklich ernst. Es brennt nicht nur der Baum, nein, es brennt der ganze Wald. Und wenn ich dann lese hier Trainerentscheidungen und Stadion und so, das sind alles Themen, mit denen können wir uns nicht beschäftigen. Wir haben aktuell keine Argumente für neues Stadion oder Trainer wie Adi Hütter, Sebastian Hoeneß und sonst wen. Solange wir nicht in der Bundesliga spielen, kannst du dir solche Trainer einfach nicht holen. Du hast solche Argumente nur, wenn du in der Bundesliga bist. Wenn du in der zweiten Liga bist, vielleicht wird sich ein paar Dardai dann wieder, wenn Friedi Bobic dann wirklich seinen Hut nimmt. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein Scherbenhaufen. Ich bin gespannt, wie der geflickt werden soll. Und ja, das war es jetzt an der Stelle. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich gehe jetzt eine Runde abholen. Das Schöne ist, wir haben Donnerstag, beziehungsweise jetzt ist Freitag. Das heißt, du kannst das Wochenende nicht versauen lassen. Das heißt, du kannst das Wochenende wirklich jetzt erstmal genießen und kannst dir dann am Montag die ganze Woche versauen lassen, beziehungsweise danach ist ja eh Sommerpause. Danach kannst du erst mal 2 Wochen dich einweisen lassen. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich mache jetzt das Video zu und ich danke euch trotzdem fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ein paar aufmunternde Worte für mich. Ich kann nicht mehr. Ich bin leer. Und ja, wir hören uns Montag zu Hertha. Ansonsten heute noch zur Relegation. Samstag zum DFB-Pokal und dann Montag und Dienstag nochmal. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.